Hallihallo, hier ist wieder Tombi und wir spielen weiter mit Star Wars Jedi Academy. Wir haben drei Missionen noch zur Auswahl. Wir gehen rein bei Kultuntersuchungen Dosun. Let's go! Der Geheimdienst der Neuen Republik hat Übertragungen vom Planeten Dosun abgefangen. Er glaubt, dass die Nachrichten von Mitgliedern des Kultes von einem Stützpunkt auf diesem Planeten gesendet wurden. Da die Republik in diesem Bereich des Outer Rims keine Flotte unterhält, sollen wir dies untersuchen. Master Katarn hat mich gebeten, Ihnen auszurichten, dass Sie keine Mitglieder des Kults angreifen sollen. Sie sollen nur feststellen, ob die Jünger Ragnos auf dem Planeten sind und diesen als Basis benutzen. Okay. Wir gehen wieder mal mit unseren Standardsachen rein und los geht's! Ach Mensch, Jaden, die sieht man doch! Ja. Runter mit dem Lichtschwert, Jedi. Dann verschonen wir dich. Oder möchtest du dein Glück versuchen? Was hat der für eine coole Stimme, ey? So, mein Jedi-Freund. Was halten wir denn von unserer Unterkunft? Warum kommst du nicht runter und überzeugst dich selbst? Wie originell. Gut, gut. Ich habe einen Vorschlag. Es ist hier meist langweilig, daher liebe ich Sport. Ich werde dich freilassen. Solltest du dein Schiff erreichen, kannst du gehen. Doch wenn ich dich schnappe, muss ich dich erschießen. Du bist schließlich ein entflohener Häftling. Hoffentlich bist du besser als der Kopfgeldjäger, den ich vor ein paar Tagen töten musste. Bislang habe ich noch nie Jedi gejagt. Es ist mir eine Ehre. Und falls ich da nicht mitspiele? Dann verrottest du in dieser Zelle. Vielleicht verirrt sich ja jemand und sucht dich hier. Mögen die Spiele beginnen. So ein Hund. Jetzt habe ich auch kein Lichtschwert, ne? Ich habe gar nichts. Er hat die Zelle oben aufgemacht. Das Imperium ist hier, okay. Sehen wir denn hier diesen Kopfgeldjäger noch? Und ich liebe solche Missionen, ne? Aber nee, ich glaube, der ist leider... Der gute Kopfgeldjäger ist hier nirgendwo zugegen. Ja, der wäre auch wahrscheinlich... ist der beseitigt worden. Ich liebe sowas. Wir haben natürlich die Macht auf meiner Seite, wo man keine Waffen mehr hat. Ich finde sowas irgendwie richtig cool. Ich mochte das auch schon immer. Bei KOTOR. Da gab es auch so eine Mission, wo man dann quasi... Und hepp. Und hepp. Hallo, hepp. Ach, du kleiner Mann, du. Ha, ihr Jedi seid wirklich flink. Wo ist denn der? Ist jetzt irgendwie links von mir? Ja, da oben. Oh mein Gott, der schießt ja mit dem Sekundärfeuer runter. Kann man den denn töten? Der haut ab. Stirb, du Hund, du! Nee, bei KOTOR, also bei dem Knights of the Old Republic Spiel, und das ist ja mein absolutes Lieblingsspiel. Ich muss mich mal ganz kurz beseitigen. Mein absolutes Lieblings-Star Wars Spiel. Und da gibt's auch so eine Stelle, wo man quasi gefangen genommen wird und dann hat man keine Waffen und so. Und ach, das ist alles fantastisch. Ich finde sowas irgendwie richtig cool. Erstmal den Leuten Power geben, ne? Irgendwie Kraft geben, Macht geben, Lichtschwert geben. Und dann nimmt man das dem einfach mal weg und guckt mal, wie schafft er das, ne? Wie kann er damit umgehen? Achtung! Entflohene Häftling in der Hauptgarnison. Sicherheit und Verriegelung aktiv. Sie sind verhaftet. Oh. Oh. Hat er gerade was... Warte mal, was... Fliehen Sie aus dem Gefängnis, deaktivieren Sie das Sicherheitsschloss vom Büro des Commanders. Wir können jetzt natürlich auch die ganze Folge hier... Da ist jemand. Ach, da ist ein Geschütz. Ich sehe das Geschütz. Oh mein Gott. Ich wollte gerade sagen, wir könnten die ganze Zeit natürlich in der Ego-Perspektive rumlaufen, aber ich weiß nicht, ob das... Oh, geil! Dass so übersichtlich ist. Codekarte benötigt. Wir machen einfach wieder so 50-50-Ding, würde ich sagen, oder? Komm, erstmal wieder heilen. Ah ja, das tut immer gut. Ein bisschen Bug da. Was? Scheiße, was? Hier ist niemand. Was war denn da? So, jetzt reicht's mir. Anscheinend machen wir das doch lieber in der Third-Person-Sicht. Guck mal, das sind so Annäherungsminen, aber die haben keinen blauen Strahl. Boah, ist das fies.
Nehmt ihn fest. Hey. Ja. Das ist ja richtig gemein. Der hatte bestimmt eine Codekarte, oder? Wir gucken gleich. So. Ja, habe ich mir doch gedacht. Okay, dann gehen wir vielleicht doch in der Third Person rum, weil das konnte ich nicht sehen eben. Ich habe da echt ein bisschen Angst jetzt vor, muss ich sagen. Aber wie sehen die denn aus? Oh. Alter, der Machtblitz auf Stufe 3 pfeffert die ja übel weg. Das ist mir eigentlich sympathisch. Das bin ich. Das bin ich. Einfach so tun, als hätte man nichts gehört. Einfach weiterarbeiten und hoffen. Mach jetzt nicht den. Schießt du mich jetzt ab? Ach, du bist ein Idiot. Ich hätte dich am Leben gelassen. Warum? Warum musstest du das jetzt tun? Okay, dir gebe ich die Chance. Mal gucken. Was war das? Du bist leider auch ein Dummkopf. Ich hätte den auch am Leben gelassen, ne? Wir könnten einfach mal... Er wäre ja kein Monster, ne? Ich hätte ja die Leute auch am Leben gelassen, wenn sie immer nett sind zu mir. Wir bleiben sowas von auf dem Machtblitz, ne? Komm, die lernen es ja eh nicht dazu, ne? Der hat jetzt Pech gehabt, der hätte jetzt der sein können. Da haben es ihm jetzt die anderen versaut, quasi. Alter, cool. Ich liebe diese Einrichtung auch. Obwohl die Betten in Star Wars immer super unbequem aussehen, oder? Sind das nur solche notdürftigen Betten, oder was ist das eigentlich? Na, meine Freunde. Geil. Ah, guck mal, wie cool dieses Büro aussieht. Ah, das da oben geht nicht kaputt. Ah, das kennt man auch. War das straight aus dem Büro des Kanzlers, wollte ich schon sagen, aus dem Imperatorraum. Ah. Können wir hier auch wechseln? Ist hier nur eine? Ja, anscheinend. Ah, dann. Ich will eigentlich lieber so rumlaufen, um ehrlich zu sein. Das sollte die Verriegelung lösen. Aber wo ist der Hangar? Ja, ne? Wo ist der Hangar? Boah, das sieht richtig gut aus mit diesen ganzen... Oh, wir können hier gar nicht weiter. Aber warte mal, wo kam ich jetzt her? Aus der kleinen Tür oder aus der großen? Ey, Mann, immer wenn ich in die Ego-Perspektive gehe, geht alles schief. Ach, scheiße, habt ihr die gesehen? Ich hab die nicht gesehen. Bin ich blind? Puh, okay, während wir uns heilen, wir machen erstmal die Frage des Tages. Die ist heute, wie hieß der Freund von Cal Kestis, welcher auf Bracca getötet wird? Schreibt eure Antwort in die Kommentare, am Ende wird's aufgelöst. Okay, komm, wir machen jetzt trotzdem weiter in der Ego-Sicht. Verdammte Minen, ey. Steht er nochmal auf? Oh. Erstmal den Würgegriff nochmal reinmachen. Den haben wir, glaube ich, den haben wir schon mal in Ego gesehen. Hallo. Oh mein Gott. Ich bin kein Rebell. Oh, die Piloten. Oh, sind die cool. Warte mal. Ich wollte die eigentlich oben gegen die Decke klatschen lassen. Oh, sehen die geil aus, Mann. Als Kind mochte ich die immer am meisten. Irgendwie von den Helmen her finde ich die so cool. Ich muss ja sagen, beim Imperium sind die, ne, die Helme von denen hier finde ich richtig gut. Und die von den Scout Troopern, also die bei Episode 6 auf dem Speederball gucken oder so. Die sind halt auch mega cool. Okay, ich glaube, wir machen das doch mit dem Machtblitz. Der ist sehr effektiv hier auf jeden Fall. Keine Ahnung, ob ich hier noch richtig laufe. Wir werden es schon sehen. Wir müssen ja auch noch unsere Waffe irgendwo wieder kriegen, ne? Unser alter Schwede, ey. Unser Lichtschwert müssen wir ja irgendwann nochmal wieder kriegen. Das hält mich nicht auf. Ah. Junge, der haut die so weg, wie Yoda in Episode 3 gegen die Wand gehauen wird. Guck mal, hier oben liegt Disruptor-Gewehr. Das habe ich doch genau... Oh, das ist die Waffenkammer. Die kann natürlich jetzt sehr nützlich sein, ne? Will nicht stören. Du hättest es einfach überleben können, Kollege. Ich habe dich nicht mal gesehen. Du hättest einfach nur weggehen müssen. Ja, guck mal, wenn die Stormtrooper hier so schlafen müssen, das ist doch richtig scheiße. Das ist irgendwie so eine kleine Militärkaserne oder sowas. Oh, ich habe sowas von die Übersicht verloren, Leute. Hilfe. Ich glaube, ich muss hier lang, oder? Jetzt haben wir hier auch noch Fahrstühle. Machen wir einfach mal damit. Ich denke mal, die fahren hoffentlich beide zum gleichen Ort. Bin ich wieder unten? Der lacht mich auch aus. Hätte mir gerade gesagt, nicht da lang.
Alter. Ich hab das gar nicht mehr so krank gut in Erinnerung. Das macht so Spaß. Ja, das ist irgendeine Außenbereichskamera. Oh. Cool. Guck mal, da kann man mit der einen Luke direkt in den AT-ST rein. Können wir hier noch was machen? Hier gibt es nochmal Kameras. TIE Fighter, das wird der Hangar sein. Ja, ne, ich weiß noch nicht genau, wie ich da hinkomme. Also hier können wir nicht lang, Leute. Da geht's wieder zurück zum... Huch. Ah. Ah, kann ich das wieder anmachen? Nee, ne? Das ist ja cool. Das ist ja mega cool. Aber was soll das für Gegner sein? Irgendwelche Druiden, ne? Damit hat er bestimmt nicht gerechnet. Oh, scheiße. Ich hab's genau gesehen. Was, wie macht man den? Ich hab einen Machtschub. Vielleicht kann ich da... Ja, man kann damit die Raketen zurücksenden. Aber nicht die Laserbalzen! Oh! Das schaffe ich nicht. Okay, wir machen... Scheiße, ich schaff's nicht. Flucht! Ich muss mir das überlegen. Ich brauche Heilung. Einen Moment. Also eventuell mit dem Machtblitz haben wir denn eine Waffe, die irgendwie gut wäre? Das ist alles... Vielleicht das hier ist der Granatwerfer, aber ich glaube, das... Ich glaube, das wird auch nicht gut reichen dafür, oder? Oh doch! Oh mein Gott, ist der stark! Da oben sehe ich doch welche. Oh, das ist nur ein Geschütz, aber hier war noch irgendwo so ein Getarnter. Ah. Ja, ne? Die Tür ist anderswo, wird anderswo geöffnet. Das sieht so aus, als hätte ich hier erstmal gar nichts zu tun. Oder wo kann ich hier lang? Ich hab Angst. Okay, ich glaube fast das Einzige, was wir haben, ist das Fenster hier, ne? Wer ist da? Hallo? Muss hier irgendwo sein. Da ist einer. Hat der mich nicht gesehen? Ich habe ihn ja auch nicht gesehen, ne? Sei mal nicht so, aber... Das ist ganz schön... Das ist eine ganz schöne Flasche. Wir können die Tür öffnen und uns heilen. So, und hier konnten wir noch was machen. Was geht hier mit? Da geht die Tür da oben auf. Jetzt haben wir wieder mehrere Wege. Wir können hier lang. Was hätte denn... Ja, aber warte. Scheiße, jetzt wäre der Fahrstuhl weg. Was wäre denn da gewesen? Ach, ist das einfach nur der Weg hier hinten? Ah. Diese verdammten Minen hier in dem Spiel. Ja, das hätte mir gar nichts gebracht. Okay. Dann gehen wir also doch den Fahrstuhl hier hoch. Können wir da auch einsteigen? Nee. Schade. Das wäre cool. Ich weiß gar nicht, ob man hier in den AT-ST kommt oder so. Wäre auf jeden Fall eine geile Nummer. Jetzt kommt der Hund. Da ist er. Wo ist das? Gut, Jedi. Zu gut. Machen wir dem Spiel ein Ende. Ich muss aufpassen. Der hat da so... Alter. Das tötet den nicht? Scheiße, wie mache ich denn den? Er hat das Explosivfässer gelegt. Kann ich den überhaupt töten? Ja, oder? Er haut ab zumindest. Junge, der hat drei Disruptorschüsse ausgehalten. Ich kann mich echt gar nicht mehr an den erinnern. Der ist ja... Boah, der hat mich ja richtig runtergeschossen. Meine Fresse. Das ist eine richtig schwierige Mission. Okay. Hier, die Explosivfässer meinte ich. Wäre ich da lang gelaufen, hätte er mich bestimmt erledigt damit, der Hund. Ah, guck mal, man hätte hier an das Geschütz gehen sollen für den, ne? Cool, dass seine Stormtrooper aber auch Pfeifen sind und gar nichts machen. Hallo. Wir da unten? Ich sehe euch kaum, aber irgendwo da seid ihr. Ich glaube, ich habe alle erledigt. Nee, ach komm, die können auch leben. Oder? Dürfen sie leben? Ach ja, doch, das sind so viele. Mal einen zur Abschreckung weg. Gehen da. Keine Angst. Tötet das eigentlich auch direkt? Oh ja, das tötet auch direkt einen Kopfschuss. Aber dann disruptet das nicht so cool, ne? Das macht ja irgendwo schon, ne? Macht ja auch so ein bisschen was aus.
Stell dir mal vor, da ist einmal dein Kollege im Kampf und der wird einfach aufgelöst in seine Partikel, ey. Kontrollpunkt. Okay, das ist schon mal nicht schlecht. Gehen wieder auf die Shotgun, weil ich will immer in die Ego-Sicht gehen, wenn ich im Nahkampf, wenn ich auf eine Fernkampfwaffe schalte. Das sieht mir nach einer Bosskampf-Arena aus. Das gefällt mir nicht. Nehmen nochmal. Worauf habt ihr gewartet? Worauf? Sag mal! Ich wollte gerade sagen. Aha! Das gibt's ja nicht. Wie viel die aushalten, Mann. Wir bleiben auf jeden Fall trotzdem auf der Shotgun. Die scheint trotzdem ganz gut zu sein. Wir kommen hier gar nicht rein. Aber irgendwie muss ich da reinkommen. Das sieht doch voll so aus. Vielleicht brauche ich jetzt mal das Machtgespür. Ah, hier! Hier ist noch ein Weg. Das sollten wir überprüfen. Oh. Ah, nein, jetzt habe ich ja gar nicht den Machtgriff. Oder? Ich bin überfordert. Hilfe! Ich mache euch schon noch fertig, ihr Hunde! Da sieht man auch noch, ob die leben oder nicht. Ach, Gespür ist auch gar nicht mal so schlecht. Ich hatte gedacht, ich würde da irgendwo in so eine Art Bosskampf-Arena geschmissen, aber das ist gar nicht so. Ah, hier sind die ganzen TIE Fighter. Ich habe keine Ahnung, was das jetzt gemacht hat. Ach, das hat hier die Tür geöffnet, hier in dem Kontrollraum. Oh mein Gott. Oh, wir gehen doch nach unten. Jetzt sind wir unten bei den TIE Fightern. Das ist ja eigentlich der Hangar, ne? Können wir hier nicht lösen, ne? Guck mal, wie cool die aussehen. Hey. Ah, und jetzt sind wir in dem Bosskampfraum. Jetzt passiert was. Jetzt kommt er nochmal. Den mache ich platt, den Hund. Gut gespielt. Tragischerweise kann ich nicht zulassen, dass du jemandem von meiner Operation berichtest. Adieu, Jedi. Den holen wir uns sowas von. Erstmal direkt den Würgegriff reinmachen. Boah, der schießt schon wieder seine Superblaster. Nein! Aber das meine ich, der hat da diese Explosivkisten stehen. Kann ich auch einfach abhauen? Abhauen! Tschüss! Nee, das darf man nicht. Okay, wir heilen uns erstmal. Wie machen wir das? Der schießt jetzt... Mein Gott. Oh, der nervt! Man denn da irgendwie... Ich würde den gerne mit dem Würgegriff holen, den Penner. Dafür müssen wir auf jeden Fall erstmal alle Kisten zerschießen, die wir hier so haben. Kann man die auch so dadurch... Ja, das geht leider nicht. Da haben wir so Panzerglas. Ja, das könnte schwieriger werden als gedacht. Komm, wir machen mal hier... Macht Geschwindigkeit rein und versuchen mal unser Bestes hier dem... den Schüssen erstmal zu entkommen von ihm. Na, hier kann man hoch. Wo ist er? Da ist er. Ich will den unbedingt mit dem Würgegriff erledigen, den Penner. Okay, mach Geschwindigkeit rein und los geht's. Ausweichen, ausweichen, ausweichen. Kiste wegschießen. Okay, wo ist er? Ich glaube, der ist irgendwo über mir, oder? Kann das sein? Kommen wir hier denn hoch? Hier können wir hochspringen. Wenn er mich jetzt runterkickt, bin ich natürlich tot, ne? Das ist, da ist er irgendwo. Oh mein Gott, der kann das kaputt machen? Nein, so hoch komme ich gar nicht. Ach du Scheiße. Ah, ich habe alles verloren. Oh nein. Hier nochmal. Shit. Shit. Können wir uns hier heilen? Ein bisschen, ne? Okay, wie machen wir das jetzt? Vielleicht können wir ihn auch mit dem Machtgriff irgendwie runterstoßen. Hier müssen wir aufpassen. Hier hat er das schon kaputt geschossen. Nein. Komm. Jetzt hier hoch. Okay, wir sind oben. Oh, wow, 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 wow. Wir sind oben. Wir sind oben, wir sind oben, wir sind oben. Das ist schon mal nicht schlecht. So, Würgriff rein. Jetzt schnappen wir den uns. Wo ist er? Er kommt da. Ah, der macht hier auch so Bereichschaden. Ja, du Dreckiger. Ich muss ihn erschießen. Ich konnte ihn nicht bewegen im Würgriff. Aber es hat geklappt. Oh, gut gewürgt und in die Brust geschossen. Schätzt, Jedi. Ja! Wir haben die Republik über die versteckte Operation der Hinterbliebenen informiert. Sie wird sich sehr bald der Sache annehmen. Schade, dass Rex keine nützlichen Informationen hatte. Ich bin stolz auf dich, Jaden. Gut gemacht. Danke.
Jaden, ich hörte, dass ein paar der Jünger Ragnos auf Dagobah sind. Sie haben auch dort die Energie der dunklen Seite der Macht aus der Höhle entzogen. Okay. Ach, und wir können auch skillen, Leute. Wir nehmen jetzt, glaube ich, erstmal die Heilung auf Stufe 3. Das hätte ich eben gut gebrauchen können, glaube ich. Alles klar, und damit bleiben uns jetzt nur noch zwei Missionen. Wir hatten noch eine Frage des Tages. Die Antwort darauf war heute Prowf. Und damit bedanke ich mich fürs Zuschauen. Vielen Dank fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal und ciao. Ciao.